Meine Damen und Herren, willkommen zu den Frauen. It's time for the ladies. Angesetzt auf 4 Runden im Super-Weltergewicht der Frauen rufe ich in den Ring. I call to the ring the fighter in the blue corner from Georgia, aus Georgien, Nana Saakvashvili. Und willkommen zu ihrer Gegnerin in der roten Ecke. I call to the ring. The fight in the red corner. It's the first fight as a pro tonight. Erster Profi-Boxkampf am heutigen Abend hier bei Universum Box Promotion in Hamburg. Herzlich willkommen aus Köln, Hannah, the victory! The Victory Hansen. Und willkommen zu den Offiziellen dieses Frauenkampfes, The Officials. Timo Habichhorst, Irene Kostenko sowie Klaus Hagemann aus Deutschland, all from Germany as well. The Referee in charge of the ring, auch der Ringrichter kommt aus Deutschland, Henrik Schramm. Und unsere Boxerin in der blauen Ecke, the boxer in the blue corner is 23 years young, 1,68 m, 69,4 kilograms. 23 Jahre, 1,68 Meter, 69,4 Kilogramm. Ihre Kampfbilanz, 22 Kämpfe, 7 Siege. 22 fights, 7 victories. In the corner, her coach, Gary Avayan. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen from Georgia, aus Georgien, Nana Saakvashvili. Ihre Gegnerin in der roten Ecke, in the red corner, is 37 years old, 1,81 Meter, 69,5 Kilogramms. 37 Jahre, 1,81 Meter, 69,5 Kilogramm. Das ist heute ihr Debüt als Profi-Boxerin. Sie ist amtierende Kickbox-Weltmeisterin und fünffache deutsche Kickbox-Meisterin. Tritt an für Sturm Gym. In ihrer Ecke ihr Trainer Maurice Weber. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Köln, Hanna, the Victory Hansen. Ja, Kampf ist angesetzt auf 4 Runden, 4 Rounds of Boxen. The fight is to the center. Bitte zur Mitte. Oh, ladies, I want to have a clear after knockdown, go to white corner before I start to count. Protect yourself all the time. Touch gloves. Die Boxerinnen sind bereit. The boxers are ready. So let the fight begin. Im Kickboxen hat Hannah Hansen mit dem goldenen Röckchen schon einiges erreicht. Das soll sich nun im traditionellen Faustkampf so fortsetzen. Von sich behauptet sie, ich bin eine Rampensau. Meine Hand passt auf die Gegnerin wie die Faust aufs Auge. Mal schauen, ob das auf Nana Saakvashvili aus Georgien auch zutrifft. Rechtsauslegerin, Hannah Hansen.
Ja, noch ein bisschen vorsichtig da mit ihren Schlägen. Ja, mit 37 dann nochmal eine neue Karriere zu beginnen. Gut ab. Aber sie hat ein großes Selbstvertrauen. Trainiert im Sturmgym in Köln. Hat einen 3-Kämpfe-Vertrag bei Universum. Ja, aufpassen, die Rechte da von Shakwashvili. Hat dadurch, was die Erfahrung angeht, große Vorteile. 22 Kämpfe, 7 haben wir ihn auch schon mal gewonnen. Die muss ihre Schläge da ein bisschen mehr durchziehen. Die Hanna Hansen steht noch zu weit weg von der Gegnerin. 4 Runden, 2 Minuten bei ihrem Profidebüt. Ja, gut, da ist die Distanz geboxt. Zumindest hier die letzten 30 Sekunden. Ansonsten muss ich noch ein bisschen mehr Kontakt zu Nana Shakwishi. Wachsmini suchen. Hat ihre Siege vornehmlich gegen Landsfrauen aus Georgien gefeiert. Dann Niederlagen unter anderem gegen Nicole Wesner, Ramona Kühne, das war 2019, Cheyenne Hansen, die sehen wir nachher auch noch beim Kampf um die Juniorenweltmeisterschaft gegen Fai Fanerei und auch gegen Universum-Boxerin Dina Kisikyon. Hat sie das Nachsehen gehabt, Nana Schack. Vashvili, 2020, 2 Kämpfe. Da gab es gegen Beke Bass, heute 14-0 aus Lemgo. Und gegen die in Österreich geborene Amerikanerin Elvina Weidt, heute 5 Kämpfe, 5 Siege. 1-2. Schön durchgekommen, zweimal gut. Linke auch mal eingesetzt, Körper, Kopftreffer, Kopftreffer. Ja, setzt sie nach, jetzt hat sie auch die richtige Distanz zur Gegnerin, um mit den Schlägen da durchzukommen. Ja, und setzt sie nach. Schlaghagel Richtung Kopf von Shakwashvili. Ja, Kampf ist aus. Henrik Schramm macht der Sache ein Ende. Sie war zum Schluss nur noch ein Spielball der Fäuste von Hanna Hansen. Sie hat eine Runde gebraucht, bis sie sich da mal so ein bisschen eingefunden hat in die Boxerei. Die zweite Runde war auch schon ganz in Ordnung. Aber gibt natürlich noch einiges zu tun, auch für Maurice Weber und seine Trainercrew. Aldin Reitz da mit in der Ecke. Hätte auch gerne geboxt heute, hat aber noch eine leichte Verletzung an der Augenbraue. Wollte da kein Risiko eingehen. Also, da gibt es noch viel zu verbessern. Aber den Auftakt, den hat sie schon mal gut bewältigt. In der zweiten Runde hat sie, als die Gegnerin da ein bisschen gewackelt hat, dann auch sofort nachgesetzt. Hat kein Pardon gezeigt und hat die Sache beendet. Und auch das muss man erst mal können. Wurde übrigens Kickbox-Weltmeisterin mit einem Mittelfußbruch. Das zeigt mal, dass sie von der ganz harten Sorte ist. Geht auch regelmäßig in die Geltekammer, um sich bei 85 Grad zu regenerieren. 4 Minuten insgesamt. Gut, bei den Temperaturen hier hört sich Kältekammer ganz gut an. Achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Keine Pizza, keine Süßigkeiten. Mein Körper ist mein Kapital, sagt sie. Sie weiß, was sie will. Radiomoderatorin ist sie auch noch, neben
ja, DJ-Aufgaben, die sie so bewältigt. Ein Allround-Talent, wie es im Buche steht. Ja, und jetzt hat sie ja immer noch zwei Kämpfe hier bei Universum vor sich und dann muss man sehen, wie es mit ihr weitergeht. Aber erstmal kann sie sich freuen. Gelungenes Debüt für die Kölnerin. 1,80 Meter hat sie natürlich auch ein Gardemaß. Ja, und die Shakwashvili könnte ein bisschen leid tun. Winner by TKO. In round number 2, after 1 minute and 4 seconds, Siegerin durch technischen Knockout in der zweiten Runde nach 1 Minute und 4 Sekunden. Und damit ihr Profidebüt als Boxerin erfolgreich bestritten. Hanna the Victory Hansen. Hanna Hansen, erfolgreiches Profidebüt. Und gleich gibt es ein Interview mit Kai Petzmann. Hanna, Gratulation. Vielen Dank. Du siehst glücklich aus nach dem Kampf. Du saßt aber schon irgendwie gestern beim Wiegen, vorgestern haben wir uns gesehen, heute auch schon vor dem Kampf. Du sahst immer glücklich aus, gerade allerdings, als du in den Ring gekommen bist. Da war die Anspannung zu merken. War es so? Nö, ich war nur ready. Ne? Ready und ernst bei der Sache. Fokussiert nennt man das, war ich. Also nicht, dass ich, natürlich eine gewisse Anspannung ist da, auf jeden Fall. Ne? Dafür leben wir den Sport zu sehr. Aber ja, eine gute Anspannung, die perfekte Anspannung. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen länger gekämpft, so. Aber alles gut gelaufen, ich bin zufrieden. Ich hatte eine mega Vorbereitung, dank meines Coaches Mo und allen Leuten, die dazugehören. Dank den Sponsoren und Co. ist das alles möglich und ich lebe meinen Traum und dafür gebe ich alles. Ich meine, das ist ja, wenn man jetzt hört, du hast ja gesagt, ach komm, lass uns das nicht thematisieren, müssen wir, aber stand auch heute groß in der Bild, man muss wirklich drüber sprechen, du bist 37 Jahre jung, du bist amtierende Kickbox-Weltmeisterin, du bist fünffache deutsche Meisterin. Was hat dich bewogen dazu, jetzt tatsächlich zu sagen, ich gehe mit 37 in den Boxring und ich will Profiboxen noch machen? Ja, weil ich das noch nicht gemacht habe und mein Werdegang ja, besticht dadurch, dass ich immer ins kalte Wasser überall springe. Kickboxen habe ich schon gemacht, habe sehr viel da erreicht. Ich habe zwei Kinder bekommen und ich glaube, das zählt am allermeisten, denn ich habe hier heute Abend für meine beiden kleinen Töchter gekämpft, für meine große Maxime Penelope und für meine am Montag zweijährige Juna Alana. Dafür stehe ich hier und dafür gebe ich alles. Das ist wunderbar. Kann es was Schöneres geben? Nein, definitiv nicht. Hanna, jetzt hast du den ersten Kampf erfolgreich bestritten. Ist das jetzt einfach nur im Endeffekt ein Schritt gewesen, um zu versuchen, funktioniert es? Oder sagst du, ich möchte jetzt auf jeden Fall noch mal 1, 2, 3 Jahre voll angreifen? Mein Motto ist ganz oder gar nicht. Und ich habe mich für das Ganze entschieden, wie immer in meinem Leben. Und ich will Boxweltmeister werden. Wunderbar, alles klar. Klare Ansage. Dankeschön und Gratulation, Hanna Hansen. Danke.